3, 2, 1. Risiko. Risiko. Das kann nicht dein Ernst Gott. Sein. Wunderbar, lasse ich jetzt so drin. Ist mir egal. Willkommen zurück zur letzten Folge. Ja. Wir müssen uns kurz entschuldigen für Sonntag, ne? Ja, ja. Wir haben keine Folge am Sonntag rausgebracht, weil der Kollege hier todsterbenskrank im Bett lag und sich gewälzt hat in seinem eigenen Schweiß. Hat er sich gesuhlt. Weil er Fieber hatte. Das liegt näher an der Wahrheit, als mir es eigentlich gerade recht ist zuzugeben. Aber ja, das kommt ziemlich genau hin. Ja, nehme ich auf meine Kappe, damit eine Folge weniger. Und wir bleiben bei dem, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Die letzte Folge soll quasi heute am Mittwoch rauskommen. Ich muss kurz drüber nachdenken, weil heute ist für uns eigentlich Dienstag, aber heute am Mittwoch. Der 22.05. Vielen Dank. Und auch das, ja. Und was haben wir denn heute noch vor als letzte Mission? Ja, in Anlehnung an unseren Start für dieses glorreiche Abenteuer, ja, hissen wir nochmal ein paar Flaggen. Helldivers zu den Hellpods, wiederhole. Oder? Schön gesagt, sehr schön gesagt. Und in dem Moment kam schon die Ansage über die Lautsprecher, wir sollen losmarschieren. Wirklich? Das ist doch schön. Ach, Tatsache, wir müssen los. Wir müssen los. Dann müssen wir los. Aber vorher, bevor ich in den Hellpod springe, das siehst du gerade nicht, ich stelle mal die Lobby wieder um. Jetzt können ja Leute noch hinzukommen. Und ab geht's. Lass los. Lass loslegen. Lass loslegen. Eigentlich hätten wir jetzt so in Anlehnung an die erste Mission eigentlich beide nochmal das Tutorial spielen müssen. Aber naja. Wie geht das Game überhaupt? Was sind Taktikausrüstungen? Ich würde wahrscheinlich wieder an der gleichen Stelle sterben, sag ich dir so, wie es ist. Ja, mit Sicherheit. So, pass auf. Okay. Naja, gut, wir machen es halt wie immer ganz, ganz unspektakulär. Ich glaube, wir bekommen für den aktuellen Generalbefehl eine 500-Kilo-Bombe geschenkt. Was? Ja. Hä? Gar nicht. Wieso? Wieso lügst du mich hier so sehr dreist an? Weil ich will. Okay, kann ich nichts gegen sagen. Ja. Glaube ich doch. Na gut, Gatling, oder? Soll es werden. Ja, haben wir sogar ein letztes Tagesziel, 100 Feinde umschießen, wenn ich es richtig gelesen habe. Und der Generalbefehl ist Pi Milliarden Bots und oder Bugs töten. Wahlweise oder, nicht und. Los geht's. Und los geht's. Bugs töten macht mehr Spaß, die wehren sich nicht so. Das ist einfacher, aber das geben wir jetzt dazu. Die Mistviecher. So nämlich. Richtig. Da hätten wir Stufe 8 oder 9 spielen können. Easy peasy. Das sagt er jetzt wieder nach dem Start. Ey, stimmt eigentlich. Als letzte Folge hätten wir Stufe 9 spielen müssen. Tja. Dann hätten wir nach 10 Minuten aufs Maul bekommen und dann wäre die Folge zu Ende gewesen. Ruhmreich versemmelt zum Ende hin. Wunderbar. Ja. So, einmal hierher. Und dann, was brauchen wir denn? Eine Kanone. Kanone. Kurze Schrecksekunde, dass ich schon wieder das Falsche eingepackt habe. Aber nee, es sollte, glaube ich, alles passen. Musik ist sehr dramatisch, aber laut Anzeige bewegt sich noch nichts auf uns zu. Hau einfach mal spontan ein Gatling raus, ne? Oh ja, klar. So wie es ist. Also schon lange nicht mehr gespielt und man kennt sie sofort wieder aus, ne? Mhm. Top. 200 Meter. Ja, läuft. Irgendwas. Ja, total toll. Das ist so ein bescheuerter. So bescheuerter ist der. Ach, deswegen, ich würde schon sagen, warum der so viel aushält. Also beziehungsweise warum wir vor allem die ganzen Kugeln abrollen. Er steht irgendwo ganz da hinten. Ich glaube, deine Gatling ist leer. Ja. Nachdem sie 95% ihrer Kugeln auf den geschossen hat. Ich glaube, du Mistviech, du verdammtes. Oh, sei doch nicht immer gleich so persönlich. Ich habe ein Tor gefunden. Den, ne? Den werde ich nie lieb gewinnen. Verstehe ich. Stürmer-Bob. Der Stürmer-Bob, sehr schön. Aber du könntest meine SOS-Barke schmeißen. Der erste ist sogar schon beigetreten, oder die erste habe ich gerade gesehen im Chatfenster, ja. Ich schau gleich nochmal. Übercredits, sehr schön. Anforderungsscheine, gar nicht mal so schön. Noch mehr Anforderungsscheine, noch viel unschöner. Aber 10 Credits nehme ich gerne mit. Und jetzt ist noch jemand mit einem mir nicht identifizierbaren Zeichen beigetreten. Und da kommt einer runter und kriegt das. Ja, nein, man weiß es nicht. Das ist das internationale Zeichen für Cheater. Ach so. Ja. Da vorne ist für meinen Geschmack viel los. Warte mal. Ja, wie weit geht der Adler? Wie weit geht der Adler? Dann schmeiße ich da mal die Gatling.
Ich sehe auf die Entfernung, ja genau, dem mit einem Stürmer, der rauskommt, aber ich glaube, den hast du gut erwischt. Ja. Hier ist glaube ich, das einer, oder? Oder? Ja. Ach nee, das sind wir Leute. Ja. Ich würde vielleicht hinter der Gatling bleiben, nur so als unverbindlicher... Brauche ich nicht. Ja, okay. Boah, ich hätte so gelacht, wenn jetzt von dem Speier direkt gewischt worden ist. So, oh, brauche ich nicht. Da lachst du, ne? Da lachst du, das nicht. Ne, wenn du vorher so Fallout warst, dann müsste ich zumindest mal schmunzeln, ja? Oh, der hätte mir auch eine Gatling aufgestellt und die hätte mich jetzt im Einhorn niedergemacht. Die sah hier gar nichts mehr. Ja, ja. Hammer. Oh. Was ist O? Bitte Luftunterstützung! Ich hab da was gesehen. Wo hast du was gesehen? Kevin, ich hab da was gesehen, Kevin, ich hab da was gesehen. Was? Wo, wo, wo? Da. Na da. Ach so, da. Ich hab keine Ahnung. Mal. Du bist da hinten, ja, warte mal. Ich schau in deine Richtung. Ich mach hier einen Speedrun. So. Welchen Level haben die? Oh, die eine ist 67. Alt oder Level? War ein Spitzenwitz, oder? Alter, für den Witz habe ich ganze 3 Sekunden gebraucht. Dafür ist es schon ziemlich schlecht, wenn ich ehrlich bin. Was hast du denn gesehen? Sprich mit mir. Das ist eine richtige Stand-Up-Comedian. Naja, nee, das sag ich dir jetzt nicht. Okay. Naja, nur weil du eine Witzfigur bist, sagst du halt so lange, dass du lustig bist. Meinst du den hier? Ja. Cool. Oh. Okay. Ja, komm. Exkutiert, du Gesindel. Markiere Position. Der wird weggelasert. Wenn auch nicht von mir. Das war's wohl. Warte, ich habe irgendwo einen Adler gehört. Hinter uns. Mhm. The door. Bre, das Ding ist doch schon offen. Oder noch ein anderes gefunden. Meint ihr vielleicht die The Doors? Boah. Oh, wow. Was war das denn? Irgendwas. Weißt du, der R3 hat mich angeblich weggemacht, glaube ich. Ich hab den weggebombt. Was ist mit dem? Schön, dass sie kurz die gleiche Frage stellen. Boah, was will denn der? Ich hab keinen Bock zu dem zu gehen. Ich schau gleich mal, ich brauche erstmal wieder hier meine. Ja, der ist irgendwo da unten. Scheiße. Entschuldigung. Der standet dem Tor, was wir schon aufgemacht haben, meine ich. Oh, Stürmer. Vielleicht ich doch erst später zu ihm. Ja, der ist zu weit weg. Verstärkung! Das ist jetzt um die Schwane hinzugehen. Bring hier die ganze Dings hintereinander. Jetzt ist er tot. Das ist schon stark, dieses Sturmgewehr, ne? Welches hast du dir geholt? Das, was du auch hast, glaube ich. Das, Ach, den. Berster, ich hab vergessen, wie er heißt. Schiedsrichter. Ja, ich habe aber hier erstmal lieber die Stoffflügel mitgenommen. Ah. Aber ich weiß, was du meinst, oder welche du meinst. Ah. Essentielle Taktikausrüstung nicht länger verfügbar. Eine Probe auf gesammelt. Ach, okay. Mein Gott, was ist da denn los? Hupala. Was ist denn? Boah, patriotische Musik. Melodramatisch, also vom Pult. Oh, ein Stürmer. Ja, das war jetzt noch viele. Achtung, das ist aber eine Gatling. Schön, dass die Gatling voll auf dem Dorf. Der ist tot oder was, ne? Jetzt ist er schon wieder tot. Was haben wir, der macht so absichtlich? Ich hol mir Nachschub. Jo. Ja, ich meine, nicht jeder kann so ein Pro-Gamer sein wie wir, ne? Mhm. Da hinten läuft ein Stürmer, die Gatling dreht sich um und wird auf ihn nicht schießen. Doch, sie wird auf ihn schießen. Schießt einmal auf ihn, dreht sich wieder um. Verkriegt. Was ist das? Boah, ich sag's und in dem Moment kommt der Stürmer und tackelt mich weg. Ja, zweimal erwischt. Autsch. Moment, ich hol dich gleich. Ja. Ich hol dich gleich. Mit dieser epischen Musik im Hintergrund ist das alles vertretbar. Ich hol dich gleich. Warte, ich schmeiß hier auf ihn drauf. Hol ihn dir, Tiger. Oh, ist ja. Der schon tot? Nee, der lebt noch. Er lebt noch, ja. Oh nein, jetzt bewegt er sich. Er brennt. Ich markier nochmal, vielleicht ja, ist er ja, wieder. Ja. Jetzt ist er tot. Er war einfach schon vorher tot. Verdammt. Oder es hat eine kleine Verzögerung gegeben. Nee, ich habe kein Matschgeräusch gehört, wie ich auf ihn gelandet bin. Okay, ja, wir müssen noch wissen, genau. Das dauert noch ein bisschen.
Hey. Meinst du, das dauert noch ein bisschen? Stell dir mal vor, ich würde die ganze Zeit so reden. Ja. Wäre das nicht total creepy? Ja, ja, dann würde ich wieder an die Arbeit denken, wo ich dich den ganzen Tag sehe, ja. Also wäre erstmal kein großer Unterschied. Bei creepy, oder? Nein, nein. Ich verbinde mit der Arbeit schlechte Gedanken. Nein. Ja, was läuft unser Bruder da unten auch alleine durch die Gegend, muss man sich fragen. Ja, keine Ahnung. Ist mir jetzt auch ehrlich gesagt egal. Jetzt sagen, wir gehen da hoch. Wir gehen extra außen rum. Hey, der kommt doch sowieso jetzt hier angeschissen. Ja, okay. Lass machen. Hier sind Vorräte. Hier, Tullis. Er geht wieder in die andere Richtung. Er ist sich seiner sehr sicher. Jetzt aber, wenn er uns eine Flagge mitnimmt, dann kommen wir doch gar nicht auf unsere Folgenlänge. Der denkt nicht im Team, ja, muss ich ihm schon mal sagen. Ja. Vor allem, der hat gar keine Ahnung wahrscheinlich. Also, was heißt wahrscheinlich, der hat gar keine Ahnung, aber... Richtiger Anti-Teamler. Tja, ja. Oh, sehr schön. Hat er gut gemacht. Stolz auf ihn. In wie viel, wie oft kann ich meine Meinung ändern in so und so vielen Sekunden? Das bleibt dir überlassen. Ne? Nimm doch die Kilobombe verflucht nochmal. Warte mal, was? Wo? Achso, da hinten, okay. Aua. Ich salutiere und finde. Hier ist nur Kills. Hast du jetzt selber geschossen? Was? Von gezackte Klauen? Das ist irgendein Teil von den. Das ist ein Teil von den Stürmern. Meine ich. Pirscher, ne? Ja. Pirscher hat mich gekillt gehabt. Nein, nein, nicht. Also ja, Pirscher wahrscheinlich. Achso, gezackte Clown könnte Pirscher gewesen sein. Ja. Nur Clown ist, glaube ich, der Stürmer oder so. Das ist eine dumme Kacke. Hier hinten liegen deine Waffen, falls du die suchst. Ja. Also ziemlich genau. Vorräte! Ja, ein bisschen weiter hinten. Die Proben habt ihr ja. Achtung! Wieder ein Pirscher. Der mich fast killt, nur weil er mich so weg macht. Was ist denn ein Mule, Alter? Komm, wir gehen mal zum Pirscher, das ist da vorne. Vergiss es. Positioniere Pin, nordwestlich. Das muss weg. Ja. Das muss weg. Warte mal, wir haben gerade noch sehr viel Besuch von anderen Ungetümen, Ungetieren Zeug. Wir lassen es gerade minimal auseinanderziehen, bin ich nur so semi-begeistert von. Alles gut. Wir gehen. Jetzt macht halt wieder einen auf Mister Solo-Player. Ich hab einen Gatling bei mir. Die macht das. Die macht in erster Linie dich fertig. Ja. Noch 30 Minuten. Lass uns klassisches Gatling-Verhalten. Für meinen Karten, ne? Verstehe ich die Anspielung. Boah, jetzt habe ich wieder von deiner Gatling kassiert. Aber habe ich nur eine Kugel abbekommen. Wenn du wieder eine Kugel abbekommst, heute ist mal dein. Weg mit dem Gesindel. Oh, eine Probe. Oh, nee, da ist Wasser. Egal, ich probier's. Oh, ich bin außen gekommen. Nein, nein, ich bin außen. Ich liebe das Risiko, du weißt. Da schau, hat er auch eine Flagge gehisst fürs Team. Warte mal, denn es sind schon wieder welche, die rumlaufen. Die irgendwer gerade angeschossen hat. Ach, die unser Kollege da anschießt. Aber sie zeigen sich von ihm nicht beeindruckt. Heavy. Hätte ich mal für die guten alten Zeiten, hätte ich mal so ein Maschinengewehr wieder spielen können. Das stimmt, ja. Habe ich wirklich sehr gern gespielt. Sehr oft und sehr gern. Das stimmt. Bis die Stürmer kamen. So, dann wurde es nutzlos. Dann habe ich es nicht mehr angefasst, ja, verstehe ich. Was ist denn da? Gibt's da was? Wo gibt's was? Sollen wir gleich rausfinden. Irgendwer hat uns einen Bugdurchbruch kredenzt. Da ist bestimmt eine P4. Möglich. Wichtig ist erst mal eine Bombe reinschmeißen und dann zu gucken. Mhm. Ja, schau hier, Evil Credits. Ich hab schon zweimal Übercreates gefunden, du jetzt auch. Wir haben es, glaube ich, in der Mission 40 Übercreates gefunden, wenn ich mich nicht verzählt habe. Heftig. Das sind 40 Cent, oder? Nein, ich habe bei 780 angefangen. Ja, ja. 40 Cent kann man schon mal fast einmal zu einem Drittel fürstlich bei einem Fastfood-Lokal deiner Wahl dinieren, also. Ja. Eine halbe Vorspeise. Fordere
ist richtig, wenn man überlegt, wie teuer die geworden sind, ne? Ich sag's ja, irgendwann ist Burger King und Co. ist irgendwann einmal. Jetzt hast du den Namen gesagt. Was denn? Darf ich nicht? Wir nennen doch hier Placement. Ja, genau. Was wir hier auf diesem Kanal bestimmt auch schon so oft hatten, ne? Ne, warte mal, da kommt ein Adler. Achtung. Aber ja. Hey, dass dich das nicht erwischt hat, was war da denn los? Oh. Also nicht, dass ich es gewollt hätte, aber wie kann man das denn mit überleben, frage ich mich. Ja. Hey, der war unfassbar weit weg von mir. Ja, naja. Unfassbar, aber ich habe keine Leben. Ja, das ist jetzt unfassbar, ne? Hey, du hast eine automatische Kanone, mit der du die kaputt schießen kannst. Ja, ich freue mich, dass ich dir in Folge über 30 noch das Spiel erklären muss. Ich schau auf meine Folge, ich hab's schon vorher gemacht, bevor du das überhaupt gesagt hast. Ach ja, jetzt kommt er wieder so. Sollen wir dem Jungen aufhelfen? Nee, du hast meine Folge, komm morgen, 17 Uhr, das ist ungefähr die Folge. Alter. Das ist unfassbar. Wenn du hier mitmachen musst, ne? Ja, solche Worte aus deinem Mund sind ja der absolute Hohn, das kannst du aber hier, ne? Junge Dame. Oh ja, nur nicht. So und nicht anders, sag ich dir. Hab ich irgendwas, was ich hier mal Verdacht reinschmeißen kann? In dem Moment, wo ich mir überlegt habe, ob ich was schießen möchte, kommt mein Kollege mit dem Laser. Ich hab Vorräte geholt. Das ist gut. Vorräte. Vorräte, ich hol mal die... Lacke, lalalalak, mal hier weg. Ich will es übrigens abgesehen davon nicht verschreien, das sind ja eigentlich noch auf Stufe 7 hier drin. Mhm. Aber ich habe noch nichts Stufe 7 spezifisches gefunden. Ah, also an meinst, Gegnern. Du meinst ST? Ja, genau. So klein, vierbeinig, 20 Meter hoch. So, ja. Diese Gatling macht mich sauer, ich lege mich jetzt dahin und warte, bis es vorbei ist. Wer markiert Positionen? Ich sehe nichts. Nein, Entschuldigung. Achso, ne, alles gut. Aber ich bin der Unlustige von uns beiden, ne? Schon klar. Ah, schön. Mit so stumpfem Humor, da habe ich dich doch. Ja, hör zu. Das kann ich nicht bestreiten. Ach, schön ist es mal wieder hier auf dem Ding. Auf dem Dings zu sein, mit dem Dings. Ja, mal wieder durch Blut und Eingeweide zu kriechen. Das ist ja die beste Sache für. Was haben wir heute? Dienstag. Also, wenn die Folge rauskommt, für Mittwoch Nachmittag, Mittwochabend. Genau. Und, ja, im nächsten Game, was im nächsten Let's Play Together. Ja, aber verrate es doch jetzt noch nicht. Nein, das will ich ja nicht verraten. Muss man erst am Ende der Folge, du weißt doch, wie es läuft. Ja. Nein, das kommt einfach raus, würde ich sagen. Ne? Okay, das ist auch gut. Das ist auch gut. Aber Entschuldigung, sprich bitte weiter bei unserem nächsten. Da wird es vielleicht ähnlich sein. Wir werden sehen. Eine gewisse Ähnlichkeit durch Blut und Eingeweide kriegen ist vielleicht da. Ich wollte gerade sagen, halt, stopp, warte mal, aber wo ich gerade drüber nachdenke, da hast du den Punkt. Es ist brutaler, als ich mir vorgestellt hatte, als ich es schon mal gespielt hatte. Okay, jetzt bin ich mir wieder nicht sicher, ob du mich wieder, ne? Nein, ich troll dich nicht. Okay. Es ist aber schön, dass ich das direkt hinterfragen muss und direkt weißt, was gemein ist. Ja, wir kennen uns jetzt doch schon ein Stück, ne? Ja. Lass uns da bitte nicht drüber reden, okay? Mhm. Ach, schau mal, er hat einen Stürmer gefunden. Schau, ich bin so nett und helfe ihm jetzt, dass ich die Viecher da wegschieße. Und der Stürmer nimmt Anlauf und rennt in die andere Richtung mit vorne. Der ist ja ein bisschen ein Dulli. Ein bisschen ein Dulli. Ja, das habe ich auch wieder, ne? Mein Deutsch ist gerade auch wieder so an diesem anderen Spitzenpunkt. Eine witzige Aktion, aber wie kann denn die Nate bitte? Schon wieder abgeflecht. Willst du das sagen, dass das wieder die Granate schuld ist? Ja. Ja, mein Backtunnel durchbruch. Kannst du gerne anschauen, ungefähr bei Minute. Ja. Wo ist der Tunnel? Ich finde dieses Sturmgewehr gar nicht schlecht, das hat wirklich Power, also. Magazin ist zwar relativ klein, aber ansonsten. Aber macht schon Schaden. Ja. Schwer südwestlich in der Nähe. Warte mal, ich stelle jetzt mal da eine Gatling mit hin. Wir benötigen ein Geschütz! Ja, einfach mal hinstellen, komm. Wir benötigen ein Geschütz!
Ich weise ihn noch darauf hin, weil er so halb davor steht. So, habe ihn darauf hingewiesen. Die Gatling gibt ihm Feuerschutz. Mehr kann ich gerade nicht von tun, weil was macht ihr denn da schon wieder mit dem Stürmer? Oh, schon wieder keine Munition. Nein, jetzt macht ihr gleich mit Gatling kaputt. Bitte nicht. Blödes Drecks. Ich hol mir ganzes Magazin rein, ich sag's dir. Und der lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ihn erwischt, wunderbar. Jetzt nicht mehr. Was ist denn mit dir los? Ich glaube, die fehlt so ein bisschen. Was denn? Oh, warte mal. Ich muss gerade gucken, sonst haben sich die von hinten kaputt. Nein, das soll ich jetzt nicht. Alles gut. Ich habe mir überlegt, vielleicht soll ich etwas freundlicher und fröhlicher klingen. Boah, solche Worte aus deinem Mund. Ich glaube, das ist eine der wenigen Sachen, die mir Angst machen, tatsächlich. Wenn ich dich jetzt auf ernsthafter Basis so reden hören würde, würde ich mir schon Gedanken machen, ja. Okay. Also, da ist... Nee. Also, was würdest du dann denken? Würdest du denken, ich würde Amok laufen oder ich würde Suizid begehen? Welche Richtung wärst du? Ich würde dich in beiden Fällen vorher so lange packen und schütteln, bis du wieder normal redest und ich mir über diese Frage keine Gedanken machen muss. Bis ich quasi wieder total emotionslos bin und... Genau. Und dann, oh, alles ist safe, alles ist gut. Genau, ich sag zwar nicht, dass das unbedingt gut ist, aber zumindest kann es ja nicht noch mehr kaputt gehen, weißt du, ich meine. jetzt muss ich gerade an diesen Film denken, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt mit dem... Ach, der ist super, ja. Mein absoluter Lieblingsfilm. Wollen wir noch die Radarstation machen? 90er? Ja, können wir gerne machen. 90er Jahre Film. 200 Meter. Nee, Entschuldigung, erzähl bitte, um welchen Film geht's? Mit Michael Douglas. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Das ist ein alter Film. Okay. 90er Jahre. Das ist ein ganz normaler Typ halt, der irgendwann völlig ausflippt. Und dann steht er in einem Burgerladen drin und packt die Knarre aus. Oh. Klingt ein bisschen ungesund. Ich will lange mal sehen, Mensch. Ja. Ich bin am Terminal. Man könnte meinen, der würde bei... Du weißt schon, wo arbeiten. Na komm. McDonald's? Ja, genau. Übrigens, wir schaffen die Mission nicht mehr, weil der... ob ein Shuttle gerufen hat und obwohl doch. Nee, das geht schon. Wir müssen jetzt noch einmal ausrichten und er darf halt nicht allein einsteigen. Ja, aber nach einer gewissen Zeit geht der Conan trotzdem los, ne? Just saying, bruh. Okay. Schauen wir mal. Aber das muss ich dir ja nicht sagen, weil du Spitze spielst schon länger. Genau. Wie schon länger, aber ja. Ich sag dir, was er braucht. Also abgesehen von der Backpfeife. Nach links 90. Das andere links. Das ist aber mein links. Ach, jetzt konsequent. Du machst mich schon wieder so sauer, ne? Das ist der Wahnsinn. Junge, weißt du auch, wir haben keine Zeit, wir müssen weitermachen. Das Ding fliegt euch. Fahr erstmal außen rum, du Vogel. Es ist schon. Jetzt drück doch. Hey, Junge, wunderbar. Weißt du, steht er da am Terminal und macht nix. Der Frechdachs. So, zurück zur Station. Der Frechdachs. Vor allem, ich stehe da und haben am wenigsten gemacht. Ich habe weder gedrückt noch gedreht, verstehst du? Aber die größte Klappe an, das ist natürlich wieder absolut. Absoluter Klassiker. Hey. Blödes Arschloch. Ich hab's. Stürmer, Achtung. Oh nein. Autsch. Was ist denn hier los jetzt? Nein. Nee. Irgendwas habe ich gerade geschossen. Ich will Clue fallen lassen. Oh. Hier ist Pelikan 1. Ich kann die Evakuierungszone sehen. Rave ist gleich tot. Ja. Hier spricht Pelikan 1. Rave ist gleich tot. Bitte begebt euch in den Evakuierungsbereich. Oh mein Gott, das sind alle tot. Pelikan 1. Was ist da los? Fast alle. Passt auf, wo ihr steht. Was ist da los? Däger. So, lassen wir schnell unsere Sachen einsammeln. Die Demokratie ist gelandet. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut. Ich liebe es. Ich hab die falsche Waffe eingepackt. Ich glaube, da kommen so die Titanen. Ist doch nicht jetzt, oder? Ja, doch. Ey, ich fass es nicht. Ich hab ein paar Proben gesammelt. Feuerwehr Verstärkung an! Ich hab Verstärkung angefordert. Oh Gott, das sind ja noch mehr von denen. Vielleicht komme ich da durch. Auf die andere Seite gehen unbedingt. Der AP4 ist bei mir. Ich hab. Oh.
Oh, das oben da oben. Oben da oben würde ich schon gerne mitnehmen noch, ne? Hm. Ich hab keine Spitze mehr, meine Waffe und liegen lassen. Bei meiner Position. Ach nee, ey, das sind so viele auf einmal, was ist da los? Was sind noch Proben? Was haben wir hier? Ich hab nochmal zwei oder so eine Granate um die Hand. Also von mir aus können wir. Können wir los. Junge, nochmal richtig spannend zum Abschied. Ich komme nicht weg. Oh, oh. Alles gut. Ich habe alle Proben dabei. 13, 13, 3. Kann doch nicht sein, jetzt, ey. Das gibt's nicht, ey. Shit. Na, jetzt zum Ende wird's. Jetzt wird's nochmal stressig hier, oder wie? Ja, ja. Was ist los, ey? Da oben sind sie irgendwo. Bin vorbeigelaufen. P4 hat sie aufgesammelt. Luftschlag. Jetzt hat er mich schon wieder. Verstärkung kommt. Jetzt nochmal zapperlich am Ende. Bist du da? Ja, das ist okay. Die haben alle Proben. Junge, Junge, Junge. Jetzt war aber mal kurz Schluss mit Witzreisen, ne? Ja. Ein weiterer Sieg für die richtige Seite. So ein Stress nochmal zum Schluss. Das war unfassbar. Heftig. Unfassbar heftig, ja. Schön war's. Das war sehr schön. Eine Ära geht zu Ende. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja. Ich würde sagen, Season 1 ist zu Ende. Ja, das ist schön, dass du das so nochmal ansprichst. Darauf wollte ich nämlich auch nochmal kurz hinaus. Ich würde mal grundsätzlich die Option offen halten, dass wir nochmal hier reinschauen, wenn ein bisschen noch an, wir haben es ja schon mal angesprochen, ein bisschen an Content vielleicht noch dazukommt. Hm. Und dann sind wir natürlich gerne wieder mit am Start. Genau. Ich würde sagen, wir würden dann einfach die Folgen weiterführen, ne? Ich weiß gar nicht, ich hätte eine Season 2 gemacht, aber das können wir uns ja dann noch aussuchen. Oder so. Ja, aber müsste schon ein bisschen differenzieren, ne? Ja, deswegen. Nee, dann würde ich sagen, waren es eine Freude, oder? Auf jeden Fall. Schön, dass ihr mit uns die Reise gegangen seid, dabei wart. Mhm. Und alle, die dabei waren. Und ihr könnt euch freuen auf mehr. Stay tuned. Sagt man ja. Ja. Stay tuned. Oder euch davor fürchten, man weiß es nicht. Sehr schön. Und ja, und die nächste Folge kommt, also die nächste Folge Let's Play Together kommt am Sonntag. Mhm. Und mit einem neuen Game. Mhm. Die Chancen stehen gut, dass ich bis zu der Aufnahme dorthin nicht krank werde. Weil die vielleicht in 10 Minuten oder so ist, aber okay. Das sagt er jetzt. Alles klar, okay. Nee, dann sind wir durch, oder? Nochmal eine Umarmung zum Schluss. Ich wollte sagen. Handschlag. Handshake, Umarmung. Mach eine Umarmung. Na, erst. Achso, ja, warte. Leite mal eine Umarmung ein. Ja. Umarmung einleiten. Ja. Sehr schön. Na dann. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi. Und tschüss. Ich merke schon, seitdem du da 700 Millionen Klicks auf eine Folge bekommst, hast du dich voll verändert. Alle sagen das. Genau. Alle sagen das. Alle sagen das. Aber ich möchte trotzdem bei den Bugs irgendwo reingehen. Zerstörer hat Geschwader. Och, Junge. Jetzt dauert es wieder eine halbe Stunde, bis du dich hier wieder verbunden hast, Alter. Was ist denn mit dir? Das war's mir wert. Sterben weitere Unschuldige. Verstehe ich. Handeln wir. Boah, und der melodramatische Vogel neben mir, jede Sekunde sterben weitere Unschuldige. Ja, dann geh doch selber kämpfen. Wirklich, ne? Weißt du eigentlich, was FDL heißt? Faster than light, glaube ich. Fick dein Leben heißt. Vor allem dein, du dämlicher. Oh, du machst mich schon wieder sauer, das ist der Wahnsinn. Ich hasse alles, Alter, es ist schön.
Nee, der macht die Antwort in 3, 2, 1. Stopp! Stopp! Oh. Jetzt schon wieder fast kein Bild aufgenommen. Ich hätte eh gerade nicht gewusst, was ich sagen soll. Das wird sich auch in den nächsten 10 Sekunden bestimmt ändern. Top. Schön top. Top, damit ist vorbei, ne? Eine Sache habe ich noch, bevor ich hier ausmache. Wusstest du, dass man hier irgendwie so ein Minigame freischalten kann? Ja. Hast du das bei dir freigeschalten? Was heißt frei? Nein, habe ich nicht. Okay, weil ich weiß nicht, wie man das freischalten kann. Ich weiß auch nicht, wie man das... Ich habe nur gesehen, dass das manche haben und da habe ich manchmal gespielt. Weil ich habe mir nämlich gedacht, vielleicht ist das, wenn man überall Stufe 3 freigeschalten hat von den Modulen oder so. Aber ich habe noch nicht alle gehabt. Nee, wie das geht, weiß ich nicht.